Gut, das war jetzt sehr, 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 sehr einfach. Ja, wir haben also eigentlich nur gefragt, wie hoch ist der pH von reinem Wasser, das in Gleichgewicht steht mit der Luft. Wenn wir das Ganze aber jetzt unter richtigen, realen Bedingungen machen, dann fragen wir uns natürlich, wenn dieses Wasser, also das Regenwasser mit pH 6, 5,6 jetzt auf unser Gestein hier fällt und wir machen es ganz, ganz einfach. Das Gestein besteht einfach nur aus Kalzit, Calciumcarbonat. Was passiert dann? Wir wissen, das wird also in Lösung gehen und am Ende wird sich also ein Gleichgewicht einstellen zwischen HCO3 minus, CO3 2 minus und Calcium 2 plus. Und hier kommt jetzt eine ganz, ganz wichtige Überlegung rein. Wir wissen also, dass dieses Ionenprodukt vom Wasser, wissen wir, ist 10 hoch minus 14. Wir wissen aber auch, das Ionenprodukt vom Calcium und CO3 2 minus, das ist 10 hoch minus 8,4. Also es ist immer dieser komische Vierer irgendwo an der Kommastelle. Das heißt, wenn wir die Konzentration von Calcium erhöhen, dann können wir relativ wenig Carbonat in Lösung haben. Wenn die Carbonatkonzentration steigt, zum Beispiel durch eine pH-Verschiebung, dann wird dieses Calciumcarbonat ausfallen. Dann wird also diese Konzentration zu hoch werden und das fällt als Kalzit aus. Das, was in Seen und in Ozeanen passiert, wenn es Primärproduktion gibt, wird also CO2 entzogen. Dadurch steigt der pH und dadurch verschiebt sich dieses Gleichgewicht zum Carbonation, also CO3 2 minus hin. Und dann wird relativ bald die Löslichkeit von Calcium 2 plus Carbonat erreicht. Wenn wir es uns jetzt wirklich einfach machen, kann man sich überlegen, okay, es wird sich also Calcium lösen, dadurch wird also der pH steigen. Der pH steigt, das heißt, es wird dann mehr CO3 2 minus entstehen bis zu einem Punkt, wo das Calcium dann ausfällt. Und wo dieser Punkt ist, das ist also mathematisch gar nicht so einfach zu klären, aber man kann es natürlich über verschiedene Überlegungen, kann man es schon darauf hinkommen. Wir wissen, Calcium und Hydrogencarbonat ist sehr gut löslich. Wenn aus dem Hydrogencarbonat durch den pH-Anstieg, der ja durch das Calcium, durch das basische Kation Calcium verursacht wird, mehr Carbonat entsteht, werden wir irgendwann die Löslichkeit erreichen. Und ich kann diese Gleichung, erinnern Sie sich an die Alkalinität und die Ionenbilanz, ganz, ganz einfach aufschreiben. Und zwar ist die Alkalinität, ist in dem Fall Calcium. Wir haben ja keine sauren Anionen. Also ist Calcium und das muss also gleich hoch sein wie Hydrogencarbonat, wenn ich jetzt OH- minus und H+ plus und Carbonat vergesse. Und das kann ich in erster Näherung sehr gut machen. Ja? Das heißt, ich erreiche einen Punkt, wo Calcium und Hydrogencarbonat gleich groß sind und die Kalzitsättigung erreicht ist. Und das ist, wenn Sie auf diese Grafik schauen, ich habe das versucht hier grafisch zu lösen, Sie sehen die rote Linie, das sind diese 10 hoch minus 4,8 Mol Kohlensäure, die bleibt ja konstant, die diffundiert immer wieder nach aus der Luft. Und dann haben wir die braune Linie, das wäre also das Hydrogencarbonat, Wasser, das Zerfallsprodukt vom Wasser H plus OH minus ist auch noch ganz zart eingezeichnet. Ja. Das kreuzt sich bei pH 7 logischerweise. Und Sie sehen auch hier wieder eingeblendet dann die BK1, also die Dissoziationskonstante 1, die Dissoziationskonstante 2. Also ab pH 10,4 überwiegt dann das Carbonat. Und logischerweise ist die Löslichkeitskurve für Calcium einmal in Äquivalent, einmal in Mol aufgetragen, natürlich wie beim OH- minus und H+ plus genau gegenläufig. Ja? Wenn eine bestimmte Konzentration erreicht wird, dann fällt das aus. Und Sie sehen, das ist jetzt hier erreicht bei ungefähr bei einer Konzentration von 10 hoch minus 3 Mol. Das heißt, wenn ich also reines Wasser mit Kalkgestein stehen lasse, dann wird sich ein pH von etwa 8,3 einstellen und wir haben eine Alkalinität von 1 Millimol oder 1 Milliäquivalent.
Das wäre also eine Lösung, die hier grafisch versucht worden ist. Aber Sie können das Gleiche natürlich, wenn Sie die Formeln verwenden, können Sie natürlich machen für andere Konzentrationen von CO2 zum Beispiel. Sie können CO2-Level, das machen wir weltweit langsam, aber Sie können es natürlich schnell erhöhen und sagen, was passiert, CO2 mal 2 in der Luft, dann wird der pH ein bisschen sinken, es wird sich mehr Calcium lösen. Oder ich gehe wieder runter auf steinzeitliche oder zwischeneiszeitliche oder eiszeitliche Konzentrationen, dann wird der pH höher und es wird sich weniger lösen. Also das kann man, ich glaube, das kann man ganz gut durchspielen. Nun gehen wir weiter, wieder in eine Welt von oben. Da betrachten wir also einen kleinen See und Sie sehen hier im Laufe des Sommers, die Primärproduktion steigt. Die Algen entziehen dem Wasser CO2 dadurch, dass, wenn das nicht schnell genug nachdiffundiert, dadurch verschiebt sich das Gleichgewicht zu CO3-2-. Die Kalzitlöslichkeit wird erreicht und das Dunkle ist dann diese Ausfällung von Kalzit. Das wäre dann die sogenannte Seekreide, die man dann findet. Man sieht hier an dieser Grafik, dass diese Ausfällung nicht sofort passiert, wenn wir dieses Gleichgewicht erreicht haben, sondern da braucht es also Kristallisationskeime, das sind vielleicht kleine Algen, und es braucht eine gewisse Übersättigung von Calcium 2 plus und Carbonat 2 minus. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem Bereich, den ich vorher angedeutet habe, was passiert, wenn wir also diese Seebedingungen in dieses Diagramm einspannen, wo es von Säure zu Base und von reduzierten zu oxidierten Bedingungen gibt. Und da suchen wir uns einfach drei Verbindungen raus, drei Moleküle, drei Ionen, Eisen, Schwefel und Phosphor. Die sind also sehr, sehr wichtig im Seewasser. Und das werden wir uns dann bei nächster Gelegenheit anschauen.